Willkommen zum nächsten Part von New Super Mario Bros. U. Ich bin hier mit Yoshi jetzt in dieser einen Höhle, wo wir ja den letzten Part diesen Betrug hatten. Und ich, da oben habe ich was gesehen. Mal schauen, was da ist. Da war ich echt noch nie. Das habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Also komm hier runter. Hey, ich bin auf ihn gelandet. Also jetzt geht der Betrug schon wieder los, oder was? Ich weiß, dass Nintendo einen Hass auf Let's Player hat, aber das, also das ist, also das ist jetzt echt nicht mehr zum Passen. Also Nintendo hat echt einen Hass auf mich oder generell auf LPer. Und da sieht man es jetzt. Was? Da hat man es jetzt gerade gesehen, dass wenn sie ihre Blätter zeigen, dass Yoshi sie direkt aufessen kann und uns ein gutes Item schaffen kann, einen Pilz. Okay. Es hat gar nichts und ja, damit. Mit Yoshi kommen wir problemlos da hoch. Hä? Da ist ja gar nichts. Da ist was! Und da. Also es ist echt gerade sehr, sehr schwer, mich zurückzuhalten. Oder machen Sie noch diese schwere Röhre dahin, ne? Und dann muss er noch eine andere Röhre hin und dann ist er so geil. Er wollte mich verarschen, oder was? Ja, jetzt ist der Yoshi hier auch mal weg, der Baby-Yoshi. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen besser, weil dann habe ich es jetzt nicht mehr so leicht. Und jetzt kommen wir ins Loch der Loderschlangen. Und ich glaube, das wird ein dunkles Level. In jedem Spiel von New Super Mario Bros. Gibt es ein dunkles Level. Und genau so wie hier. Und da hinten ist was? Oh, was ist das denn? Wow! Der erste Depp. Ohne Tüger. Also, das ist immer so. In jedem Mario Let's Play von mir stelle ich aber so unnötig. Warum? Nintendo, Alter. Was habt ihr denn gegen mich? Also, ich weiß ja, dass Nintendo wirklich was gegen Let's Player hat oder gegen Programmierer, die solche Hacks erstellen möchten. Aber, dass sie so weit gehen und jemanden noch Pech verschaffen, das hätte ich echt nicht erwartet. Ich weiß ja, dass Nintendo jetzt echt... Bruder, was ist los? Los! Wie soll ich da runterkommen, bitte? Ah. Ich weiß, dass ja Nintendo echt was richtigen... Noch ein Yoshi! Oh, geil. Und oben ist was. Oben ist was. Oben ist was. Alles. Okay, was denn? Jo, genau im Flug. Geil. Boah, ich habe heute Tag da auf der Tür gehabt, ne? Aber ich nehme das gerade am Freitagabend davor auf. Nein, Yoshi! Oh, da kann ich runterlaufen, okay. Hä? Da haben wir schon wieder was Unlogisches gehabt. Der Yoshi, ihr hat die Piranha-Pflanze einfach durch. Yoshi! Ich fange dich auf! Oder oben ist vielleicht noch das Dark Coin. Konnten diesen Typen gerade paralysieren, lol. Und diesen Hammerbruder. Feuerbro, eher gesagt. Cool. Geht also immer. Oder was? Gut, dann müssen wir jetzt nur noch getimed springen. Und zwar jetzt.
Weil da unten ist bestimmt die zweite Starcoin. Wow! Der hat noch einen Feuerball geschmissen, der Spaß. Okay. Oh, hier ist noch eine Röhre. Hm, ich aktiviere lieber nochmal die Fahnenstange. Ich weiß ja nicht, was da unten ist, ne? Kann ja auch sein, dass da Pädophil wartet. Das wollen wir jetzt nicht hoffen. What? Ist hier gerade eine Falle? Anscheinend. Ah, ne, warte, wartet. 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 Oh. What up? Okay. Und hier ist kein Starcoin. Ja, moin. Geht mal wieder euch vergraben. Vergraben. Nein? So, da wäre noch ein anderer Yoshi gewesen, da kommt jetzt leider ein Pilz raus. Komplette Eierverschwendung. Mache ich so häufig. Ein bisschen riskant, ich dachte unten wäre Boden. Ist es aber nicht. Kommst du hier runter, du Spaß? Komm her! Hami, hami, ha! 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 Was? Oh, da unten ist was. Lass mich mal sehen. Aber Yoshi, du musst herkommen. Yoshi! Yes. Yoshi! Hat Strange Game in meinem letzten Video geschrieben. Yoshi! Ja, lecker. Lager! Laser Lager! Lol. Wir können sie abdrücken. Er flieht! Wow! Weg da! Hau ab! Ja, bleib ruhig da oben. Aber nein! Nein, 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 nein! 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 Nein, Yoshi! 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 Starcoin Number 2! Ah. Ich bin so süß einfach. Süß! Hab ich süß! Süß! Wie geht's Zeit aus? What the fuck? Are you serious? What? What the fuck, serious? Fuck, fuck, wo ist die dritte Starcoin? Wo ist die scheiß dritte Starcoin? Nein! Du! Yoshi! Was? Ich kann nicht auffangen, ich kann noch auffangen. Fuck, wo ist die dritte Starcoin? Wo ist die scheiß dritte Starcoin? Nein, die Spasten sind noch mal da. Ich habe mich doch gerade gekillt. Ich habe mich doch gerade gekillt. Könnt ihr was mit Geld anfangen? Alter, seid ihr irgendwie geisteskrank? Ja, gut. Der Camper wartet da, Alter. Ja, wo soll bitte die dritte Starcoin sein? Also Nintendo. Ja, willst du noch mehr oder was? Wo soll ich denn noch Arsch ablecken oder was? Ja, 18 Sekunden. Nein. Nein, wir schaffen das nicht. Wir schaffen es nicht. 11 Sekunden. Ihr habt 11 Sekunden. 10, 9, 8, 7. Wir sterben jetzt, glaube ich, sogar. Ja. Ey, so ein beschissener Nintendo. Ich hasse euch, Alter. Ihr seid solche dummen Spasten, ey. Junge, wenn ich euch auf der E3 finde oder auf Gamescom, ne? Ich werde einen Baseballschläger mitnehmen, ne? Und dann seid ihr dran, Alter. Dann seid ihr dran. Junge, dann werde ich euch aber so auseinandernehmen. Wörtlich und schriftlich. Spaß. Schriftlich habe ich euch schon auseinandergenommen. Mit einer Beschwerde. Ja, ich beschreibe eigentlich immer jedes Video eine Beschwerde. An Nintendo. Und wo ist hier ein Power-Up? Okay, hier können wir uns eins holen. Wenn wir es schaffen. Ja, und das ist eine Eisblume. Give me the. Okay, das haben wir jetzt gar nicht. Yoshi! Nein! Yoshi! Danke. So, zweites Starcoin bitte. Wow. Was kriegst du?
Oh, schön im Flug. Sehr schön, Yoshi. Und dann rein da. Aber was war das eigentlich gerade für ein Betrug, Alter? Das werde ich echt in meinem ganzen Leben nicht mehr verstehen, was das da gerade soll. Okay, ich habe mich wirklich dumm angestellt, aber... Soll das, ist das echt, wird das, soll das echt mit dem Tod belohnt werden, also... Ist das jetzt euer Ernst? Ja, fick dich doch! Sorry für den Ausdruck. Aber die Hammerbude haben es auch nicht anders verdient. Und ich weiß auch nicht, ist es bei jedem so, aber immer wenn ich Let's Play oder generell irgendwie zocke, bei mir irgendwie immer die Kopfhörer raus. Ich weiß nicht warum. Kann mir das jemand erklären? Oder ist es vielleicht bei anderen auch so? Also ich dachte bestimmt safe, dass es bei anderen auch so ist, aber... Oh, wir könnten jetzt hier noch sterben, aber wenn wir das noch machen, dann ist das LP vorbei, okay. Okay. Der hätte mich aber ein paar aus der Community komplett auseinandergenommen, wenn ich das jetzt durchgezogen hätte. Yoshi? Nein! Er wird dann an Kinderheimen abgelassen. Nein, Yoshi! Und Yoshi landet im Kinderheim. Tschüss, Yoshi! Und jetzt geht's in Tube der im Turm der bewegten Steine. Schnell sag rein. Und raus mit dir. Bist du irgendwie. Oh, soll das? Ich möchte die Eisblume und die Star Coins und bum bum. Und wetten, das ist Star Coin. Und die wird mega schwer sein. Oder? Ah, nee, doch nicht. Sah nur so schwer aus. Also ist eigentlich ganz einfach. Hier, zack. Vielleicht skill ich nach oben machen mit Wandsprung, aber Nintendo darf keinen Skill mehr haben. Ah, ich wollte eigentlich nach da oben machen. Mich verarschen, Alter. Alter, wollt ihr mich verarschen, ihr Pickelkäfer? Ich weiß, dass ich auch manch Pickel im Gesicht habe, aber das heißt nicht, dass man Pickelkäfer haben muss. So. Aber wer jetzt denkt, man kann doch schon direkt nach oben springen. Nein, geht nicht. Ich hab's versucht. Blue Stu hat's auch versucht in seinem Livestream. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Und ich möchte da rein. Nein, nein, rein. Ich möchte auch in manches so vieles rein. Okay, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, in manche Dinge möchte auch jeder rein. Ja, das weiß ich halt noch. Ach so, das ist gar kein Starcoin. Ach so. Ja, es ist der Fluch bestimmt immer noch aus New Super Mario Bros. Wii, dass wir wieder nur Pilze und One-Ups bekommen. Und wurden wir jetzt um eine Starcoin betrogen? Nein! Anscheinend nicht, Dann gehen wir hoch. Und zwar ganz große Dauer. Wie geht ich? Was soll denn der Scheiß so? Und das ist das für eine gelbe Röhre. Das ist nicht netto. Ich brauche aber wieder netto Geld. Oh. Da kann ich mir Big PC holen. Und das wäre gut für 4 Regalo. Wirst du mich verarschen oder was? Hier, ich fahr zur Höhle. Fahr zur Höhle. Versteht ihr? Fahr zur Höhle. Fahr zur Höhle. Ja, das war hier auch noch. Und das ist echt nicht einfach. Nämlich, man muss hier so. Dann komm raus. Und dann. Ja, leider. Hat er sich ganz gefunkt. So, jetzt aber außer. Raus da! Und rüber da! Willst du dich verarschen? Raus hier! Und rüber da!
Ja! Thank you very much. Oh shit. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe, mein Gott, ey! Das hat mich größer gestört. Ja, wozu war die gelbe Röhre eigentlich da? War ja irgendwann mal so rechts eine gelbe Röhre, aber wozu? Ja. Ich wollte mal wieder skillig machen. Geilomatico! Meidomatico! Geilomatico! Hoch, hoch! Hoch, hoch! Du bist Feuerblume, hallo! Brüders! Oh, den einen habe ich gekillt. Lol. Lol! Mit dem normalen Sprung kann man sie nicht besiegen, sondern nur mit der Stampattacke. Kann man sie so einigermaßen so zermalmen. Das sieht so aus, als würde ich mich so niedergestreckt haben, wie so eine Kugel in den Kopf gerammt haben. So, bum bum! Bloß nicht dann darauf, da nach googeln, hab ich schon versucht. Also tut's mir nicht leicht, da werdet ihr nur manche Bilder sehen. Sehen zwar gut aus, aber ja. Wow! Gestört? Sie verarscht, Bruder? Er hat anscheinend so ein Wirbler drauf. Oh, schön die Faust und Kinnhaken gegeben, Alter. Ja, Mario, du bist heute mal wirklich die Nummer 1. Ja, und auch ihr, wenn ihr die Nummer 1 sein möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Folgen mehr von diesen Projekten zu verpassen und auch keine geilen Projekte, die im Dezember starten, wie beim 3DS oder bei der Switch. Bis dahin, haut rein und...